Jo, hier steht es hier auf dem Altonaer Fischmarkt. Guck mal, die nimmst du an. Das stinkt wie schimmlige Muschi, riecht es hier. Auf dem Wiener Naschmarkt. Naschmarkt sind wir jetzt. Urbane Spezialitäten. Von deiner Mutter. Wiener Naschmarkt bei drüben Scheißhauswetter. Pisswetter. Und da. Warum gestalten du sein Wurst gestalten musst? Hätte ich erstmal eine Zigarette, bitte? Mr. UFC, Zigarette. Ah, yeah. Zigarette, ja. Ja. Yo, hello. Das ist der Wiener Naschmarkt, right? Jetzt vom Polska Muschki. Polska Muschki. Kochamcze Polska Ljude. Polska Gruda. Dankeschön. Kochamcze Polska Ljude. Rozumiesz? Kochamcze Polska Ljude. No. Ja, super. Super. Vom Feuerschiff. Kolikrat u Polska. Warszawa. Kurwa, nie gada po niemiecku. Wrocław. Krakow. Krakowie. Okej, du mówisz? Dębica. Dębica. Schlesia, Schlesia. Nie, Schlesia. Schlesien. Schlesien? Schlesien, oder Krakow. Krakow. Okej, danke schön, ja. Haut rein. Das ist der Naschmarkt. Hier gibt's alles. Gefressen, Wiener Schnitzel. Aus. Das hier Lampenrennen, der Lamm. Kuchenfleisch. Mit Zettler, Privatbrauerei Sonnenstadt. Ich glaube, hier in Österreich ist kein DSGV, oder? Aber nicht, bockt mich auch nicht. Ich kann hier machen, was ich will. Ich fühle mich hier freier wie woanders. Mein Pass habe ich verloren in Budapest. Ich bin staatenlos. Ich bin staatenlos. Genau wie dieses Stück Fleisch. Das ist auch staatenlos. So ist es. Das gehört nur dem Wiener Gaumen. Ganz genau. So auch so eine kleine Gurken drauf. Wie heißen die Gurken? Essiggurken. Essiggurken. Schieb mir mal einen in den Mund. Komm, einen. Danke sehr. Essiggurken mit Zigarette, ich hab Kultur. Austria, Rapid. Stumm, ja. Wir waren noch beim Stadion beim Rapid. Hier gibt es die Süßigkeit, guck. Was ist das? YouTube? Das ist Baklava. Baklava, YouTube. Das ist auch so. Syrische Baklava, ja. Wir sind hier im Nahen Osten. Hier gibt es Fisch. Frischfisch, Kaviar. Kaviar. 250 Gramm, 780 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Warum nicht kleinen Tausender? Kannst du aufrunden. 1000 Euro ist gut, oder? Die Bonzen, die schlecken es hier. Schon ein Haufen Russen hier in der Stadt. Sowieso, hier trifft sich Gott und die Welt. Als die Türken damals Wien überfallen wollten, haben sie den türkischen Kaffee mitgebracht. Hier gibt es holländische Käse. Und die Hartmut, Serving, Gebäcker haben sie später die Franzosen gezeigt, dass, die haben es Croissant genannt, das haben auch die Türken mitgebracht. Die haben hier die ganze Esskultur mitgebracht. Und übrigens Palatschinken, sagen die Jugos Palatschinka und die Ungarn auch. Und wir Deutschen sagen dazu Pfannkuchen. Und Palat ist ein hebräisches Wort und bedeutet nicht Lionel Messi, sondern bedeutet Gaumen, also Gaumenschinken, Gaumenschmaus. Ja, hier gibt es allerhand anzubieten. Viel Zeug gibt es hier. Alles, was der Herz begehrt, alles, was der Gaumen will. Wieder Naschmarkt. Der geht so 700 bis 800 Meter lang. Zieht sich das Ding. Das ist die Wiener Kultur hier. Die Wiener Kultur. Ich überlege, ob ich morgen mal nach Bratislava fahre.
man hat Profis, aber ist super geil. Und du isst es sowieso nicht. Ja. Oh, mal gucken, was das abgeht. Langsam ist es, langsam, habe ich mich schon zu lange gekriegt von Wien. Ich wollte nochmal, die Hauptstadt ist super, super geil. Und so. Hier ist es mir doch irgendwie ein bisschen alles schön und gut, super geile Stadt Wien, aber es ist mir doch ein bisschen alles zu geleckt. Ja? Ich muss mal wieder in den Osten fahren, in den kommunistischen Osten. Servus. Wie sehen, check's aus. TV Plauze auf dem Naschmarkt. Bis bald.